Ich darf euch alle herzlich begrüßen hier. Insbesondere Bruno, danke für, dass du Rede und Antwort stehst den Fragen von euch. Und ich möchte eigentlich gleich beginnen mit einer sehr privaten Frage. Wie verhält sich ein Meister, wie du dich nennst, Bruno, mit Streit mit dem Nachbarn? Wer hat nochmal gesagt, ich sei ein Meister? Habe ich gelesen. Die Meisterschaft habe ich irgendwo gelesen. Ach so, du sprichst auf den Kurs an, wo ich... Alpha Prospekt. Genau. Die Meisterschaft bezieht sich natürlich nicht auf mich, sondern auf die Teilnehmer des Kurses. Ja, sie lernen sich selber zu bemeistern, ergo sind sie Meister über sich selbst nach dem Kurs. Also sind eigentlich die Teilnehmer die Meister. Okay. Dann nennst du dich auch nicht Guru. Bitte nicht. Warum? Zu schwer belegt mit ganz vielen negativen Bewertungen und überhaupt nicht so mein Stil. Ja, also Meister in dem Sinne, Guru in dem Sinne, hat für mich denselben Touch wie ein Priester oder so, wo es darum geht, dass die Menschen irgendetwas glauben, und wenn alle dasselbe glauben, dann ist die Gemeinde glücklich. Bei uns läuft das ganz anders. Jeder glaubt, was er will. Was wir tun ist, wir untersuchen unsere Glaubensstrukturen, unsere Überzeugungsmuster und schauen, ob es so wie wir denken und fühlen und uns gewohnt sind, ob es einen Einfluss hat auf unser Leben. Mhm. Wir sagen ja, also ich behaupte, dass grundsätzlich unsere Überzeugungen unser Leben gestalten und vor allem wie wir es auch wahrnehmen. Und wenn wir da eingreifen können, können wir natürlich indirekt auch aufs Leben eingreifen. Das heißt, es wird plötzlich möglich, dass ich entscheiden könnte, was ich demnächst erleben möchte, anstatt einfach immer nur dem Schicksal ausgesetzt zu sein oder dem Zufall. Jetzt möchte ich, bevor es noch in die Runde geht, nehme ich halt schon Wunder, Streit mit der Partnerin, ich habe sicher mal Streit. Das ist leider ein Vorwurf, den man mir gut machen kann. Mit mir zu streiten ist schwierig. Das zumindest sagt meine Partnerin. Okay. Weil ich eben die ganze Zeit weiß, dass das nicht wirklich echt ist, nicht wirklich ernst ist, nicht wirklich so dramatisch, wie er sich gerade zeigt. Ich fühle mich dann auch nicht unbedingt persönlich bedroht, muss dann mich auch nicht wehren. Und wenn nur einer streitet von zweien, dann ist das relativ schnell vorbei. Ich betrachte mich zumindest selber eher als das Herz der Geschichte. Den Kopf überlasse ich gerne anderen, einem Team, welches einfach mit dem Kopf noch besser umgehen kann als ich. Dadurch, dass ich das ganze Bewusstsein so immer studiere, wo man nicht auskommt, ohne zu fühlen, muss ich natürlich immer fühlen, 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 und da wird der Kopf ein bisschen ruhiger. Das heißt also, wenn es um ganz konkrete, sachliche, geschäftliche Dinge geht, bin ich nicht so gut als Manager oder so, als Kopf einer Firma. Dafür habe ich ja Leute, die denken können und strukturiert vorgehen können. Ich bin eher so ein bisschen, ich will nicht sagen strukturlos, aber Strukturen sind bei mir ja immer relativ. Daher wärst du der bessere Manager für mich als ich für dich. Verstehe. Ja, also wenn du den Job gerne möchtest. Bruno, jetzt bist du doch ein Vorbild für viele Menschen, für viele Leute. Hast du selbst auch ein Vorbild oder ein Idol? Ja, natürlich. Ich habe und hatte viele Idole. Früher war das ernst, heute ist das mehr so symbolisch. Manchmal hat man einfach Lust, sich nach etwas Idealem zu orientieren. Wobei natürlich bewusst ist, wenn man Bewusstsein ein bisschen durchschaut, dass das eigentlich gar keine gute Geschichte ist, letztendlich einem Idol dermaßen zu folgen, auch wenn es eine schöne Sache ist oder ein wertvolles Idol, geht es ja nicht darum, dass ich so werde wie mein Idol. Und das ist, was passiert, wenn man sich ständig an einem Idol ausrichtet. Idole sind für mich Menschen wie Mutter Teresa oder Gandhi oder andere Leute, die einfach ihren Herzensimpuls, ihre Vision verwirklicht haben und gelebt haben.
Auch sonst jeder Mensch kann ein Idol sein, wenn er nicht berühmt ist, wenn er zum Beispiel einfach glücklich ist in dem, was er tut und weil er es von ganzem Herzen tut. Und ich möchte selbst aber auch kein Idol sein. Weil Idole stehen immer da oben und die anderen da unten und da oben muss es sehr einsam sein. Und ich liebe eigentlich schon das Zusammensein mit Menschen, die auf Augenhöhe mit mir kommunizieren. Und wenn sie mich zum Idol machen, dann schaue ich dann schon, dass ich dieses Bild schnell zerstöre, was sie sich bauen. Also ich habe viele Möglichkeiten, die Leute auch zu erschüttern, um ihnen das Idealbild, was sie von einem Fremden wie mir vielleicht machen im ersten Moment, schnell wieder auf ein normales Level runterzubringen. Ja, also ich mag die Leute nicht, dass sie aus Respekt nett sind zu mir, sondern lieber, weil sie mich mögen, weil sie mich gern haben. Ja, ich tue das ja auch so, also da jetzt einer Arzt ist oder Lehrer oder Chef einer großen Firma, Management, Business, Koryphäe, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Entweder ich mag den Menschen oder ich mag ihn nicht. Und wenn das am Anfang an klar ist, dann weiß ich auch, mit dem habe ich mehr zu tun oder auch nicht. Ich orientiere mich einfach mehr nach dem Gefühl und nicht nach dem Titel. Du hast jetzt gesagt, du hast mehrere Möglichkeiten, das Bild zu zerstören. Das klingt mir jetzt Möglichkeiten, hast du dann die Möglichkeit, Personen zu manipulieren? Die Möglichkeit, Menschen zu manipulieren, hat man immer. Jede Kommunikation, jedes Gespräch, jeder Blick, jede Bewegung beeinflusst andere. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, beeinflusst er auch nicht nur die Stelle, wo der Stein reinfällt, oder? Sondern das Ganze. Vielleicht weit draußen nicht mehr so stark, aber wir haben immer einen gegenseitigen Einfluss und ich bin mir dessen auch bewusst. Aber da mein Ziel ist, die Menschen an ihre Ziele zu begleiten, manipuliere ich sie auf keinen Fall in meine Richtung. Weil das wäre für mich das, was man nicht tun sollte, wenn man Macht hat oder wenn man die Möglichkeiten der Kommunikation beherrscht, dass man es dann für die eigenen Zwecke missbraucht. Missbrauchen in dem Sinne, man täuscht die Menschen und sie tun zwar, was man will, aber sie lernen mich nie wirklich kennen, folglich können sie mich auch nie wirklich lieben. Oder nur das, was ich vorgebe, was man sich gegenseitig so vortäuscht. Ich bin mir da sehr bewusst und vorsichtig, wie ich mit diesem Aspekt umgehe natürlich. Manipulation ist immer ein Thema, sobald es nicht rein analytisch und wissenschaftlich zu und her geht. Selbst dort gibt es genügend Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren, zum Beispiel mit einer Diagnose. Ja, vermutlich könnte das Krebs sein. 2 Monate, kommen Sie bitte nach 2 Monaten zum Nachuntersuch. Wäre für mich jetzt kein Wunder, wenn das am Anfang kein Krebs gewesen wäre, sondern gutartige Zellveränderungen, welche sich durch die Angst der möglichen Diagnose verändert und plötzlich wirklich zu einer höheren Stufe der Zellteilung führt und Krebs im Sinne von, wie man es eigentlich erwartet. Wir wissen ja alle, was Krebs ist oder glauben es zu kennen, weil man liest jeden Tag davon. Und da meine ich, das ist ein Machtmissbrauch, eine Diagnose zu stellen, die nicht sicher ist, kann sehr viel beeinflussen. Oder zu sagen, das ist unheilbar. Man weiß es nicht, solange man noch lebt. Ich hätte eine Frage. Psychosomatik spielt mit herein anscheinend bei der Krankheit oder wie man damit umgeht. Genau. Wie weit spielt denn überhaupt eine Eigeneinschätzung bei anderen Themen auch mit herein, beim Leben? Also Werte oder Überzeugungen oder Haltungen zum Leben zu stehen, zu sich zu stehen. Deine Haltung ist das Resultat deiner psychosomatischen, deines psychosomatischen Daseins. Mhm. Ja? Das heißt, alles spielt mit rein. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas tue, was man nicht tun sollte, zum Beispiel rauchen, ja, was ich momentan auch tue,
Wenn ich jetzt bei jeder Zigarette diese Affirmationen auf diesen Paketen lese und die Bildchen anschaue und mir bei jedem Zug verinnerliche, wie ungesund das ist, könnte ich dasselbe bei einem Glas Wasser tun und würde krank werden. Was mich an der Geschichte reizt, ist, wenn man das nicht tut, sondern das Gegenteil, könnte man dann auch etwas tun, was vielleicht schädlich ist, ohne dass es schadet. Das sind die Experimente, die ich mit mir selber manchmal mache. Wir wissen von den Forschungen von Dr. Emoto mit den Wasserkristallen, dass Wasser als Informationsträger sehr gut geeignet ist, dass unsere Gedanken aufnimmt. Insofern haben wir auch eine Übung in unserem Training, wo wir das Wasser dermaßen versuchen mal zu beeinflussen oder zu imprägnieren oder Information einzugeben, die das beinhaltet, was jemand gerne hätte. Der eine möchte abnehmen, der andere möchte gesund werden, der dritte möchte besser sehen, der vierte besser hören, der andere sich besser fühlen. Das Wasser lässt sich programmieren über die Gedanken. Das war vor 20 Jahren, durfte man das gar nirgendwo sagen. Ne? Das würde bedeuten, dass auch der menschliche Körper sich diesbezüglich beeinflussen lässt, weil er auch viel Wasser hat. Ja, der Mensch ist sowieso fast nur Wasser. Darum nimmt er alles so schnell auf und darum hat auch alles so eine starke Wirkung auf den Mensch. Aber was ich sagen wollte ist, wenn du die Information irgendwo reingibst und sie dir wieder zuführst, ist das wie eine Medizin. Wie man sie kennt aus der Homöopathie zum Beispiel oder aus den Ritualen verschiedener Kulturen, zum Beispiel auch in Lourdes mit dem Wasser, mit den Heilungen und so weiter. Ich glaube persönlich nicht, dass das Wasser alleine das tut. Das Wasser alleine ist einfach gesund und erfrischend und klar und rein, aber es ist wahrscheinlich noch nicht speziell programmiert. Aber wenn jetzt tausende, Millionen Menschen an einen See gehen, müsst ihr euch mal vorstellen, und alle beten oder in Indien meditieren sie halt oder woanders singen sie Lieder und so weiter, das erzeugt eine Schwingung. Heutzutage kann man das ja messen. Früher konnte man das nicht messen, da hat es kaiserische Unbuch. Heute kann man das wissenschaftlich nachvollziehen, dass da etwas passiert und dann hat man festgestellt, das bleibt am Wasser hängen. Das heißt also, ich kann die Informationen überall hineingeben und auch wieder zu mir nehmen oder auch nicht. Was man tut, wenn man unbewusst lebt, wenn man diese Dinge nicht kennt, man erzeugt ja ständig Gedanken. Das heißt, jedes Mal, wenn einer schlecht von einem anderen denkt, schickt er ihm auch schlechte Informationen. Das heißt, wenn zwei zusammen verheiratet sind und er sagt die ganze Zeit, ach du mit deinem Gerede machst mich noch ganz krank, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann krank wird. Weil das ist eine stete Programmierung. Unsere Zellen haben ein sogenanntes Zellbewusstsein, welches das aufnimmt und steigert und im Körper kommuniziert von Zelle zu Zelle. Wenn es mal alle wissen, dass die mich krank macht, was bleibt mir übrig, als krank zu werden? Dann sage ich doch lieber, du mit deinem Gerede machst mich noch ganz gesund. Dann bin ich wenigstens nachher fit genug, um wegzulaufen. Sonst kommst du nicht weg. Ein Forscher probiert nach allen Seiten natürlich ein bisschen und ich habe erlebt, wie man über Nacht krank werden kann und auch gesund. Ist alles möglich. Ich habe Menschen gesehen, die unheilbar waren und gesund sind und andere, die gar nichts Schlimmes haben, aber ständig. Ich selber müsste im Rollstuhl sitzen, gemäß Diagnose. Es ist blauäugig von mir, nicht daran zu glauben, aber es hat gewirkt. Man muss sehen, die Wissenschaft, bisher zumindest, hinkt immer ein Stück hinterher. Man sagt ja auch, Wissenschaft ist immer der momentane Stand des Irrtums. Das spricht für die Wissenschaft, weil sie entwickelt sich rasant weiter. Wenn man heute sieht, was zum Beispiel die Quantenphysik an Versuchen macht, da wird so vieles deutlich, was vielen Wissenschaftlern ein Rätsel ist, was vielleicht Bewusstseinsforscher schon lange sagten und nicht beweisen konnten, das findet jetzt dort. Einen unglaublichen Zusammenhalt und plötzlich merken Wissenschaftler und Spiritualisten oder Bewusstseinsforscher, wenn man tief genug in jeder Seite forscht, kommt man zum selben Ziel.
Nämlich nicht das eine ist richtig, das andere falsch, sondern beides zusammen wäre am effizientesten. Und dann geht es darum zu lernen, wie man das steuert. Ja, das heißt, ich kann das meiste, was ich sage und was ich tue, nicht beweisen, aber es gibt Wissenschaftler, die das beweisen, was ich behaupte. So bin ich auf die Wissenschaft angewiesen, um ein gewisses Renommee auch zu bekommen. Und die Wissenschaft ist auf Leute wie mich angewiesen, um zu sehen, dass ihre Theorien auch tatsächlich funktionieren oder bestätigt werden zum Teil, um auch den Mut zu haben, noch tiefer zu forschen, noch weiter zu gehen. Es gab ja Zeiten, da hat man sich gestritten, ob Lichtwellen oder Teilchen sind. Nicht wie viele Jahrzehnte, bis man endlich den Schluss annehmen konnte, dass es möglicherweise beides ist. Das heißt, reale Wunder scheint es für dich dann gar nicht zu geben, oder was? Reale Wunder. Wunder sind für mich immer nur Dinge, die geschehen, die wir nicht verstehen. Also früher wäre ein Telefon, ein Handy, wäre ein Wunder gewesen. Für mich ist es heute noch ein Wunder, weil ich nicht verstehe, wie es funktioniert, aber es ist genial. Unvorstellbar. Irgendwann braucht man keine übersinnlichen Fähigkeiten mehr, wenn das die Technik schon kann. Dann können wir uns zurücklehnen und Knöpfchen drücken und es funktioniert. Das Problem, was aber bewusstseinsmäßig entsteht, ist, was, wenn uns einer dieses Knöpflein wieder wegnimmt? Und wenn man damit umgehen kann, kann man ruhig die Knöpfe benutzen. Wenn nicht, sollte man jetzt schon sich darauf einstellen, es auch selber zu können. Nur für alle Fälle. Also ich gehe auch zum Arzt, weil es bequemer ist, aber wenn gerade keiner da ist, bin ich froh. Ich weiß noch andere Möglichkeiten, mir selbst auch zu helfen. Also ich hätte eine Frage zum Thema Wissenschaft und Forschung. Bei meiner früheren Arbeit in wissenschaftlichen Labors habe ich immer wieder festgestellt, dass es offensichtlich einen Unterschied macht, einen großen Unterschied, wer ein bestimmtes Experiment durchführt, auch wenn sie die genau gleichen Protokolle verwendet haben. Was glaubst du, an was das liegen könnte? Naja, was glaubst du, an was das liegen könnte? Was hast du beobachtet? Dass es an dem liegt, der das Experiment durchführt. Aha. Es scheint zumindest so. He? Und es ist genau das, was ich behaupte. Und Gott sei Dank wird das auch in einem realen Labor erlebt. Weil bei dem, was wir so machen, kann man sehr schnell sagen, das ist doch alles und so, ein bisschen Humbug und Quatsch und so. Nein, das sind Dinge, die passieren tagtäglich, nur wird man vielleicht nicht darüber informiert. Ist schön, dass du uns das mitteilst, dass das so ist, weil wie ich gesagt habe, jeder Mensch hat eine Ausstrahlung und gewisse Dinge, je kleiner sie werden, je mikrobiologischer vielleicht, desto eher und stärker reagieren sie auf ganz feine Impulse. Und kann man das vielleicht sagen? Ich war früher Koch. Da war ich Meister, Meisterkoch, Chefkoch, Hotelfachschule, alles drum und dran. Und da ist es ähnlich, da habe ich schon relativ frühzeitig herausgefunden, das klingt komisch, es macht einen Unterschied, ist die Suppe links oder rechts umgerührt, mit Liebe gekocht oder nicht. Wer macht wie die Experimente im Labor, hat natürlich einen Einfluss aufs Resultat. Also ich glaube, das ist das, was du meinst, oder? Ja. Wenn du gut drauf bist, dann läuft es auch gut. Wenn du schlecht drauf bist, dann läuft es eher schlecht. Genau. Und es gibt Menschen, die sind oft schlecht drauf oder tendenziell. Und denen geht es immer schiefer, tendenziell, als anderen. Und keiner kann es sich erklären. Es ist ein Mysterium. Immer bei mir geht es nicht. Also dann müsste ich positiv denken und dann funktioniert es bei mir immer. Also das würde den Rahmen dieser Diskussion weit sprengen, das Thema Positivdenken, weil das ist das, was viele von mir erwarten. Naja, ein weiterer Positivdenker und so weiter. Nein, gar nicht. Ich halte nichts von Positivdenken, weil aus psychologischer Sicht ist positives Denken Verdrängung. Verdrängung praktiziert man eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das war früher mal adäquat, wenn man schnell Ruhe wollte, hat man verdrängt und unterdrückt und so weiter. Ist nicht die Methode, die fortschrittlich ist. Besser finde ich, als positiv zu denken. Positiv denken muss ja nur ein negativer Mensch. Ja? Also wenn du positiv bist, musst du dich nicht bemühen, positiv zu denken.
Das heißt, wenn man das weiß, dann muss man davon ausgehen, aha, einer, der positiv denkt, sich bemüht, positiv zu denken, ist ein negativer Typ. Darum muss er daran denken, Gutes zu denken, weil wenn er nicht daran denkt, denkt es einfach Schlechtes. Da gehen wir natürlich differenzierter drauf zu und gucken mal die Grundstruktur an, verändern zuerst die Grundstruktur so, dass sein Wesen positiv wird, nicht sein Denken. Sein Denken ist nur die Folge des Wesens. Jedes Hirn denkt so wie das Wesen, welches dran hängt. Ja? Wenn wir das Wesen verändern ins Positive, denkt man automatisch positiver, ohne dass man dran denken muss. Und dann funktioniert es auch. Und zwar langfristig. Nicht nur kurzfristig, solange man sich anstrengt und alles positiv, positiv, positiv. Die Leute, wir haben viele solche Leute schon bei uns gehabt in den Trainings, die brechen nach 4-5 Tagen plötzlich zusammen, wenn sie sich entspannen und alles hochkommt, was wirklich da ist, ist das ganz eine andere Welt für die. Und die brauchen ziemlich eine gute Begleitung auch, das durchzustehen und das umzustrukturieren, aber es ist möglich und es ist im Endeffekt sehr entspannend. Du hast jetzt das Training angesprochen. Mich würde interessieren, es gibt auf dem Markt ja sehr viele Persönlichkeitstrainings, Selbsterfahrungskurse und so weiter. Warum kannst du mir zum Beispiel ausgerechnet jetzt Free Spirit empfehlen? Was ist der Unterschied? Ja, ist doch ganz klar, weil es von mir ist. Ich meine, ich wäre dumm, ich würde was anderes empfehlen. Allerdings sage ich nicht, die anderen Trainings, ich kenne ja auch nicht alle, seien nicht so gut. Aber meins ist das, hinter dem ich voll und ganz stehen kann, weil ich es selber entwickelt und erlebt habe und an mir erprobt habe und an vielen tausend Leuten schon meine persönlichen empirischen Studien durchgeführt habe, die mir einfach für mich die Sicherheit geben, dass das, was wir tun, auch tatsächlich funktioniert. Weil ich bin im Grunde genommen ein sehr bequemer Mensch. Ich möchte immer gucken, wie ist es möglich, mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Also wenig Arbeit, viel Vergnügen. Deshalb empfehle ich meins. Aber es gibt durchaus ein paar andere, die genauso gut sind. Ich sage jedem, geh einfach dorthin, wenn du das Bedürfnis hast, wo dich dein Herz hinzieht, wo du das Gefühl hast, die Leute sind sympathisch, das Auftreten ist sympathisch, das entspricht mir irgendwo. Keiner, nicht mal ich schaffe es, jedem sympathisch zu sein. Obwohl ich mich wundere eigentlich, dass das... Aber eben. Ja, also die Menschen, die zu mir kommen, denen bin ich offenbar sympathisch. Denen gebe ich auch gerne das weiter, was wir erforscht haben. Und die anderen finden mit Sicherheit, wenn sie wirklich wollen, auch ihren Bereich oder ihren Weg. Ich sage nur immer, wenn es darum geht, egal in welchem Training, wenn es darum geht, dass irgendwo irgendeiner ist, der den Leuten sagt, was sie glauben sollen, dort würde ich nicht hingehen. Das kennen wir zu Genüge, am Schluss haben wir Scheiterhaufen und Schafott, Kreuzzüge und Inquisition. Liebe nicht. Ich hätte auch noch eine Frage zum Kurs. Ist der ausgerichtet speziell auf Jüngere oder Kranke? Oder wie sieht es aus mit Älteren, so 50, 60? Macht es da überhaupt noch Sinn? Mit 50, 60 macht es erst recht Spaß. Stell dir vor, du bist 50 oder 60, hast dein Leben so quasi schon beendet und jetzt beginnt plötzlich ein neues. Jenseits von Rente und Altersvorsorge und habe ich genug und bin... Wow, wenn man das mit 50, 60, wir hatten Leute schon über 80 und Jüngere unter 10. Es taugt für alle, weil jeder kann so weit gehen, wie er gehen möchte oder wie er gehen kann. Was mit Sicherheit bei jedem passiert ist, sie haben eine total neue Sichtweise oder teilweise andere Herangehensweise so an die Sachen, dass sie einfach wieder Freude und Spaß am Leben bekommen. Es gibt keine Altersgrenze. Bei deinem Kurs gibt es einen Bewusstseinsteil und einen Medialitätsteil. Meine Frage ist jetzt, was bringt mir diese Medialität in meinem Alltag oder in meinem Leben? Ja, du bist offenbar informiert. He? Jawohl, wir haben so im Schnitt 5 Tage Bewusstsein als Hauptthema. Bewusstseinsstrukturen und deren Veränderung und zum Ende so quasi zum
Schluss hin gehen wir in diesen Bereich, den wir jetzt Medialität nennen, der aber auch genauso gut Intuition heißen könnte. Und da geht es darum, dass wir die Fähigkeit der Intuition neu erlernen, wieder erlernen und unser Vertrauen in die ganz persönliche Intuition wiederfinden. Und das kann dir im Alltag sehr wohl vieles ersparen. Ich bringe oft das Beispiel von diesen Zweien, die sich in jungen Jahren begegnet sind, Mann, Frau, in der Schule vielleicht, beide verliebt, aber ja, es ist nicht so daran geglaubt oder so und sich nicht getraut, das zu sagen. Und so trifft man sich wieder 30 Jahre später, beide haben Kinder, beide haben Familie, sie treffen sich, jetzt sind sie groß und mutig und sagen sich, ach, ich war eigentlich schon damals und jetzt spüre ich es wieder, immer noch verliebt in dich. Ah, das ist dann manchmal schade, weil es wäre einfacher gewesen früher. Ja? Jetzt ist es schwieriger mit der ganzen Veränderung. Und wenn ich sie dann frage, hast du denn bei deinem Mann, bevor du ihn geheiratet hast, oder bei deiner Frau, nicht irgendwie so das Gefühl gehabt, obwohl alles in Ordnung vielleicht war, aber irgendwie stimmt, na, stimmt nicht. Und die meisten, 99 von 100, sagen doch, das habe ich gehabt. Aber sie haben nicht drauf gehört. Also diese 30 Jahre wären anders gelaufen, hätte man drauf gehört, möglicherweise. Natürlich, nachdem es vorbei ist, ist es gut, so wie es gewesen ist. Aber für die Zukunft müssen wir das nicht immer wiederholen. Sonst am Schluss denken wir, wir sind Pechvögel und die anderen sind Glückspilze. Und es hat überhaupt nichts mit Glück oder Pech zu tun. Das ganze Universum funktioniert nach gewissen Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten und wenn man die kennt, kann man sie auch nutzen. Also Intuition nutzt im Alltag. Wo soll ich klingeln, an welcher Türe, wenn ich was verkaufen will? Der Verstand, wie soll er das wissen? Er sieht da 10 Namen. Jetzt hast du nur noch 2 Prospekte. Wo wirfst du sie ein? Am besten wäre es natürlich bei den Zweien vom ganzen Haus, die ihn auch lesen. Wie willst du das herausfinden? Ja, gut würfeln könnte man, oder man könnte fühlen. Man könnte die Intuition fragen, was meinst du? Wo soll ich einwerfen? Und ich bin überzeugt, man erwischt die Richtigen. Aber das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Leben, dass wenn er auf die Intuition hört und was ganz Unlogisches macht, es trotzdem gut rauskommt. Und die anderen Freunde, Bekannten, die alles nur logisch machen, am Schluss doch in der Misere sitzen. Also liegt es nicht an der Logik, sondern an der Intuition. Also zumindest sehe ich das. Darf ich es doch nochmal da sagen, weil es geht in eine ähnliche Richtung wie hier. Ich komme aus der Pädagogik und Basiskompetenzen, Lesen und Schreiben. Ja. Da gibt es einen Analphabetismus, der sich irgendwie mehr und mehr ausbreitet, auch in Mitteleuropa. Gibt es da irgendeine Basiskompetenz, die man in deinem Training lernt und die vielleicht sogar wichtiger ist als oder entsprechend Lesen und Schreiben, Kommunikation mit Außen und Innen zu pflegen? Natürlich, unsere Basiskompetenz ist das Fühlen, das Gefühl. Allerdings ist mir schon klar, dass man das jetzt nicht ernst nimmt, wenn einer sagt, unsere Kompetenz ist das Fühlen. Jeder fühlt. Ja, aber die wenigsten verlassen sich auf ihr Gefühl. Und das ist unsere Kernkompetenz. Das Gefühl nicht nur zu hören, sondern ihm auch nachzugehen. Ja, und ist natürlich vom Vorteil, wenn man dann Lesen und Schreiben auch noch kann. Aber gerade jetzt im Tagesleben in der Wirtschaft und im Business, ich fühle ihn ja nicht gefragt. Es geht hier um klare Fakten, Ergebnisse sind gefordert, die Zahlen bestimmen den Weg. Mhm. Was kann ich jetzt mit diesem Training hier anfangen? Schau mal, du scheinst in so einem Beruf zu Hause zu sein. Du sagst, Fühlen spielt keine Rolle. Gibt es denn da bei euch Leute, die nicht fühlen? Ist nicht gefragt. Genau, es ist nicht gefragt, aber fühlen tun sie ja trotzdem. Ja. Insofern ist es wichtig, wie die Leute fühlen, um den Erfolg zu steigern. Also, sagen wir einen Verkäufer.
Ein Verkäufer, der sich schlecht fühlt und depressiv ist und sich nervt wegen dir, weil du der Chef bist und ihn angemotzt hast, und jetzt muss er raus und seine Sachen verkaufen. Macht er gute Geschäfte oder hat er gar nicht so richtig Bock für dich was zu tun? Er macht es einfach vielleicht, damit er ein Einkommen hat. Sind das die Leute, mit denen man erfolgreich wird? Also müsste ein gesundes Management erst recht zuerst mal auf die Gefühle der Angestellten, vor allem des Managements, und dann bis runter achten, denn ein glücklicher Mitarbeiter ist ein erfolgreicher Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der nicht nur den Zahltag im Auge hat, sondern die Vision der Firma, ist unbezahlbar. Wie ist heute schon machbar? Das Management-Trainings, Intuitionsgeschichten einfach. Nur der Aktionär interessiert sich ja nicht, ob jetzt der Mitarbeiter wie er fühlt. Der Gewinn ist entscheidend. Genau, der Gewinn ist entscheidend, aber der Gewinn wird sich steigern dadurch. Was man normalerweise macht, ist, man reduziert den Gewinn aus lauter Angst, er könnte sich reduzieren. Man entlässt Leute zum Beispiel, die eigentlich selber eine gute Kernkompetenz haben, die man aber einfach nicht verwenden will oder kann oder es nicht sieht, vielleicht ist er besser wie du, in seiner Kernkompetenz, und da haben viele Vorgesetzte Angst, dass ihnen der Stuhl gestohlen wird. Und sie verteidigen eigentlich mehr das, was sie schon haben, als dass sie wirklich sich noch entfalten und steigern. Das würde man nämlich gerade dann tun, wenn man diese Leute richtig platziert. Ja, aber das normale System ist wie im Militär. Ja, ein guter Soldat wird Unteroffizier. Ein guter Unteroffizier wird Offizier. Ein guter Offizier wird höherer Offizier. Moment, wenn er also kein guter Soldat ist, bleibt er Soldat. Wenn er kein guter Unteroffizier ist, bleibt er Unteroffizier. Das heißt, bei unserem System, so wie es im Moment noch an den meisten Orten ist, ist an jeder Stelle der, der am Ende seiner Fähigkeiten angelangt ist. Und dort, das weiß ich aus meinen frühesten Kochzeiten, dass es nicht reicht, ein guter Chefkoch zu sein, um auch ein guter Geschäftsmann zu sein und selber ein Hotel zu führen und zu leiten. Der Führer muss nicht kochen können. Und der Koch muss nicht alles managen können. Das meine ich. Aber wenn jeder das, was er kann, einbringen kann, eine Firma, und dann gibt es Durchschlagskraft ohne Ende. Siehe die neuen, modernen Firmen, Google, Microsoft, Apple, all diese großen. Ich weiß nicht, ob man das als Werbung jetzt bezeichnet. Ich habe mit beiden so meine Sörgeleien. Aber das sind Firmen, wo man sieht, zum Beispiel der Steve Jobs, der Gründer von Apple. Der war ein freundlicher, netter Mensch, eigentlich fast so wie ich. Aber am Ende haben sie ihn aus der eigenen Firma rausgeworfen, weil es den anderen in der Geschäftsleitung nicht mehr gepasst hat, was er für Ideen hatte. Tja, er war zu freundlich, hat zu viele Anteile abgegeben, er musste gehen. Dann war er nach seinen Erzählungen ein paar Wochen in einer Art Depression. Und dann hat er sich erinnert, dass er eigentlich schon immer gerne gezeichnet hätte. So Comics, Trickfilme, so Design-Sachen. Und ich meine, die Apple-Sachen sind ja auch fürs Design bekannt geworden eigentlich. Ein bisschen teurer, verkauft sich trotzdem. Vielleicht nicht massig, aber genauso gut. Im Gegenteil, da ist noch viel mehr Qualität oft drin, als in den Massenwaren. Und das zeigt, ist man mehr am Geld oder mehr an der Arbeit, an dem Schönen, an der Vision interessiert. Danach ist ihm wieder gut gegangen, hat er sich gesagt, doch, ich mache doch das. Und dann hat er innerhalb von wenigen Jahren die Firma gegründet, Pixar, genau. Pixar, eine der weltweit größten Zeichentrickfilmfabriken, die es gibt. Ist wahnsinnig reich geworden damit, und dann haben die Alten von Apple, die ihn rausgeworfen haben, ihn wieder reingeholt. Sie bräuchten Unterstützung. Und das meine ich mit Vision. Thema Vision sprichst du jetzt schon mehrfach an. Mich würde interessieren, was ist deine Vision?
Meine Vision, oh, die ist ganz einfach, nicht so wahnsinnig, ist etwas, was man auch realisieren kann. Eine friedliche, glückliche Menschheit, die auf einem schönen Planeten in Frieden zusammen auskommen kann, egal welche Religion, Nation, welches Training, welche Sprache, Hautfarbe, politische Richtung, ganz egal. Es sollte möglich sein, denke ich mir, dass wir alle miteinander auskommen. Das ist mein bescheidenes Ziel. Wir werden sehen, was daraus wird. Im Moment ist es... Ich bin für mich nicht bescheiden, aber... Ja, vielleicht nicht so bescheiden, aber weißt du, ich halte mir meine Vision immer riesengroß, weil ich bemerkt habe, dass wenn man ein Ziel hat, welches man schnell erreichen kann, man nachher nicht glücklicher ist. Gut, vielleicht 2 Wochen. Und danach sucht man wieder das nächste, das größere Ziel. Ich habe einfach meine Vision so groß gehalten, dass ich sie persönlich wahrscheinlich nie erreiche, aber dann bleibt mir immer genügend Treibstoff, um vorwärts zu gehen und das zu tun, was ich fühle. Und letztlich natürlich ist es meine zentrale Ausrichtung, den Menschen eine Hilfe an die Hand zu geben, selber in ihrem Alltag besser klarzukommen, erfolgreicher zu sein, glücklicher zu sein, Probleme besser handhaben zu können. Manchmal gehen Beziehungen oder auch Geschäftspartnerschaften wegen Kleinigkeiten in die Brüche und das müsste eigentlich gar nicht sein. Wenn man vielleicht ein bisschen weiß, wie man kommunizieren kann, worauf es ankommt, wenn man Kritik hat und so weiter und wie man mit Kritik umgehen könnte oder mit Aggression und so weiter, das lernen wir alles an diesem Training auch. Und ich sage bewusst lernen, weil ich nicht nur lehre, sonst wäre meine Lehre schon beendet, sondern ich lerne mit jedem Kurs, mit jeder Situation, mit jedem Teilnehmer immer auch mit. Und das ist für mich auch schön. Ich will ja auch Teil dieses Wachstums sein, dieser gemeinsamen Entfaltung. Weil mein Bewusstsein und dein Bewusstsein sind nur bedingt 2 Bewusstseine. Deine Luft, die du atmest und die ich atme, sind nur 2 verschiedene, scheinbar verschiedene Luftteile. Man weiß nie, wer sie schon geatmet hat oder nicht. Und so vermischt sich auch Bewusstsein und wir können nie ganz sicher sein, solange wir nicht ganz alleine im Universum sind, ob wir ein ganz eigenes haben. Wir haben unsere eigene Welt, so mehr oder weniger. Aber unser Bewusstsein, das wissen wir spätestens seit Rupert Sheldrake, mit diesem Gruppenbewusstsein, mit dem morphogenetischen Feld und so weiter, Bewusstsein ist eigentlich 1. Die Frage ist, wo docke ich an? Und das sieht man, wenn Erfindungen gemacht werden. Die meisten großen Erfindungen, epochale Erfindungen, werden weltweit an verschiedenen Orten mehr oder weniger gleichzeitig gemacht. Warum? Weil das Feld, welches die ganze Welt unsichtbar umgibt, einfach bereit ist, voll von dieser Information, die viele vielleicht schon nur geträumt hätten, es wäre schön, und irgendwann sickert da was durch. Und wenn einer dann eben gerade nicht im Kopf ist, sondern entspannt, die meisten haben es in der Badewanne oder wenn sie schlafen, beim Tagträumen, beim Hobby, irgendwie irgendwas, beim Malen und plötzlich klick, ich hab's. Das ist, wenn man offen ist, kriegt man Information aus dem, wie ich sage, aus dem kosmischen Bewusstsein, aus dem Gruppen- oder Massenbewusstsein von allen. Das ist ja auch der Sinn einer Teambildung zum Beispiel in einer Firma oder von Jam Session in der Musik. Irgendwo entsteht dann immer dieser Punkt, wo das verschmilzt, wo eine Eigendynamik entsteht, wo daraus die verrücktesten, aber auch oft die besten Ideen geboren werden, die keiner alleine gehabt hätte, aber in der Kombination zusammen entstehen konnte. Und das ist einfach faszinierend, das ist Bewusstseinsarbeit live, erlebt im Leben, im Alltag, es passiert ständig. Du bist nie ausgeschlossen.